Herzlich willkommen zu unserer Sendung Hoffnung um 12. Eine Resonanz per E-Mail erreichte uns. Und zwar schreibt da jemand: Liebe Isolde und Daniel, ich möchte Ihnen herzlich danken für Ihren sehr wertvollen Dienst Hoffnung um 12. Es stärkt mich immer sehr und ich schaue jede Sendung. Und es ist uns wirklich ein Anliegen, dass Menschen gestärkt werden für ihren Alltag. Hoffnung um 12. Wir wollen dich ermutigen. Heute zum Thema Pfingsten. Ja, lass uns dein Gebetsanliegen wissen über gebet@missionswerk.de, im Chat oder bis 13 Uhr am Telefon. In der Apostelgeschichte 2, Vers 1 lesen wir: Und als der Tag der Pfingsten erfüllt war, waren sie alle einmütig beieinander. Das waren 120 und ich glaube, von Ostern zu Pfingsten sind ja einige Tage. Und an Pfingsten heißt es, sie waren einmütig beieinander. Es ist nicht einfach, einige Menschen einmütig zusammen zu bekommen. Aber was Einheit bedeutet, das ist ganz, ganz großartig. Und ich habe hier nochmal heute das Glas stehen lassen vom Mittwoch von unseren 2000 YouTube-Abonnenten. Und wenn wir hier seht, also 2000 in Einheit sind zwar die Bonbons, aber das sind keine Lebewesen, die haben relativ schnell Einheit. Aber es soll das auch für dich symbolisieren, dass Einheit zusammen in unserem Gott. Und er hat den Heiligen Geist ausgegossen in seiner ganzen Kraft, in der Kraft, die wirklich wir empfangen können. Es ist nicht nur Christ zu sein, wo der Heilige Geist in uns kommt, sondern er hat den Heiligen Geist ausgegossen als eine besondere Kraft in uns. Und die kannst du auch haben und die Kraft kannst du auch benutzen. Nicht nur den Heiligen Geist empfangen, sondern die Kraft des Heiligen Geistes für dein Leben, für dein Wirken, für deine Nöte, für deine Anliegen. Gebrauche sie. Das ist Pfingsten, der Heilige Geist, die Kraft des Heiligen Geistes in dir drin. Herr, ich danke dir dafür, dass das ein jeder, der es will, erleben wird. Ich danke dir dafür, dass wir darum bitten dürfen, dass du keine besonderen Leute aussuchst, die das bekommen, sondern dass jeder, der darum bittet, heißt es bekommt. Und ich danke dir dafür. Herr, danke, Herr, dass ein jeder, der sagt, ja, ich möchte diese Kraft des Heiligen Geistes spüren in mir und sie auch gebrauchen, dass du es ihm schenkst. Danke, Herr. Amen. Danke für dein Vertrauen, dass du uns Gebetsanliegen zusendest. Und da schreibt jemand per E-Mail: Guten Morgen, liebe Freunde in Karlsruhe. Bitte betet für mein Knie, dass es nicht mehr so schmerzt. Es war lange Zeit gut und ich hatte keine Probleme. Aber jetzt ist es entzündet und auch der Meniskus schmerzt. Ich müsste auch an meiner Zertifikatsarbeit schreiben, aber vom Sitzen bekomme ich besonders Schmerzen. Und Jesus, ich danke dir, dass du da jetzt eingreifst in diesen Schmerz und ich entmachte ihn im Namen Jesu. Und ich danke dir, dass dieser Schmerz verschwindet, dass er kein Anrecht mehr hat. Und ich danke dir, dass diese Person vollkommen heil ist in deinen Wunden und in deinem Namen. Und ich danke dir, Jesus, dass auch diese Arbeit, die geschrieben werden muss, wunderbar gelingt. Danke, Jesus, dass du mit dabei bist. Amen. Amen. Und eine Frau bittet um Gebet für Allergien. Hallo, ich habe Rheuma und Laktose- und Histaminallergie. Die Histaminallergie plagt mich aktuell sehr, mit geschwollenem Gesicht, Armen und Beinen und Hautausschlag. Zudem habe ich einen bestimmten, sehr hohen Blutwert, der auf Dauer nicht gut ist und bis dato konnte nicht herausgefunden werden, woher er kommt. Jesus, ich danke dir, dass du das weißt, wo das herkommt. Und ich danke dir, dass du ein Gott bist, der die Ursachen bekämpft. Danke, Jesus, dass du eingreifst und dass diese Allergien kein Anrecht mehr haben, dass sie wirkungslos sind und dass es aufhört. Und ich danke dir, Jesus, dass du eingreifst bei dieser Person, die so beschädigt ist, auch an der Haut von Kopf bis Fuß. Und ich danke dir, dass das
wieder bereinigt wird und dass du ein Gott bist, der wiederherstellt, auch diese Haut und auch da, wo Schwellungen sind. Danke, Jesus, dass du da heilst und eingreifst. Und auch für all die anderen Personen, die Allergien haben oder Hautausschläge, danke, Jesus, dass du auch dort der Heiler bist, dass du auch diese Menschen berührst und dass sie heil sind, auch in deinem Namen. Danke, Jesus. Amen. Amen. Schreib uns dein Gebetsanliegen. Die Infos sind wie immer eingeblendet. Und eine Frau schreibt uns weiter: Liebe Isolde, lieber Daniel, heute bitte ich euch um Gebetsunterstützung für mich. Seit Wochen schmerzt mein ganzer Körper. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, die Stellen zu benennen. Ich kann mich kaum bewegen und bin mittlerweile mut- und kraftlos. Die Ärzte haben nur Schmerz- bzw. Kortisonspritzen. Bitte betet mit mir um Heilung. Vielen Dank. Ja, das wollen wir tun. Oh, danke, Herr, dass du jetzt ganz besonders in diese Person, Herr, kommst. Herr, mit deinem Frieden, Herr, dass eine Ruhe in den ganzen Organismus hineinkommt. Herr, wir rufen eine Ruhe hinein in die Nerven, in das Ganze, in den ganzen Menschen, Herr. Ich danke dir dafür, von Kopf bis Fuß, dass diese Schmerzen verschwinden, dass Ruhe hineinkommt. Herr, ich danke dir dafür, dass der Körper sich wieder regenerieren, erholen kann. Danke von Herzen. Amen. Amen. Und ein weiteres Gebetsanliegen haben wir erhalten. Bitte um Gebet. Mein Sohn und seine Ehefrau sitzen seit Wochen in Madagaskar fest und können nicht heimfliegen. Es fliegen Corona-bedingt weniger Flieger und immer sind sie schon alle voll besetzt. Betet für ein Flugzeug, womit die beiden heimfliegen können. Herzlichen Dank. Ja, man meint, die ganze Sache ist irgendwo zu Ende, aber in manchen Stellen klemmt es noch ziemlich und ich denke, das ist nicht ein Einzelfall und da möchten wir auch beten, dass da eine Lösung herkommt. Danke, Herr, dass du auch siehst, die Menschen, die jetzt nicht nach Hause können und in Not sind, weit weg von zu Hause. Danke, Herr, dass du ihnen eine Lösung schenkst, dass sie nach Hause kommen, Herr, dass wirklich das Wunder geschieht, dass Plätze in Flieger frei sind, dass Flieger überhaupt fliegen. Danke, Herr, dass das spontan, Herr, heute eine Wende ist. Ich danke dir dafür. Amen. Amen. Und Menschen erleben Gott. Und wenn auch du etwas erlebt hast mit Gott, sein Eingreifen, dann schreib uns einfach. Und da hören wir ein Zeugnis. Seit meinem 16. Lebensjahr habe ich Depressionen. Vor circa einem Jahr habe ich mich wegen Gebet an euch gewandt. Schon etwas mehr als ein halbes Jahr habe ich keine Depressionen mehr. Ich bin so glücklich. Und das kann man wirklich nachvollziehen, dass man da glücklich ist, wenn man solche Depressionen los hat. Und eine weitere Gebetserhörung. Vor 2,5 Jahren war ich hier in der Gebetsnacht und ich habe für mich beten lassen, dass ich die Frau meines Lebens finden werde. Kurze Zeit später habe ich meine wundervolle Verlobte kennengelernt und ich möchte einfach Dank sagen für die erhörten Gebete. Ja, und auch dafür sorgt Gott. Auch da dürfen wir ihn bitten und dürfen wir es ihm bringen. Ja, egal was es ist, wir dürfen wirklich mit allem zu Gott kommen und er macht die unmöglichsten Sachen möglich. Zeig uns, lass es uns wissen, was er bei dir getan hat per WhatsApp oder per Filmchen auf WhatsApp, lass es uns wissen. Wir würden es gerne weitersagen. Der Tipp des Tages. Wir hatten es von Einheit. Als sie einmütig beisammen waren, da hat es richtig, richtig im positiven Sinn gekracht. Da kam richtig die Kraft Gottes. Ich sag dir, geh jetzt an einen ruhigen Platz. Knie dich hin, wenn du möchtest, du brauchst das nicht, aber bitte Gott um Einheit um dich herum und mit ihm. Nicht Gott, ich weiß, wie du es besser machen könntest. Oh Gott, da fällt das, da fällt jenes, sondern mit Einheit. Und wir kennen auch diesen Spruch aus der Vergangenheit, in Einheit, da ist die Kraft. Und das ist wichtig, dass du mit Gott in Einheit bist.
Es ist auch wichtig, dass du mit Menschen in Einheit bist. Bete darum und du wirst sehen, es wird sich was verändern. Wir freuen uns, dass du mit dabei bist und du darfst uns auch weiter deine Anliegen schicken oder auch per Telefon bis 13 Uhr. Ja, es ist Freitag und wir sehen uns wieder am Sonntag um 10 Uhr. Wir haben einen ganz speziellen Gottesdienst, trotz der Einschränkungen, den nennen wir ohne Limit. Nicht ohne Limit, was Abstand und so weiter, wir werden das alles einhalten, aber wir vertrauen auf Gott. Es ist Pfingstern, wir vertrauen auf Gott, dass er Großartiges an jedem tut, der zuschaut oder mit dabei ist. Komm vorbei oder sei einfach mit dabei in YouTube oder in unserem Livestream. Auch möchte ich dir unser ganz neu, brandneu eingetroffenes Magazin empfehlen. Wie du das bekommst, zeige ich dir jetzt. Kennst du schon unser kostenloses Magazin? Mit hilfreichen Artikeln für dein Leben und vielem mehr. Lass dich jeden Monat neu inspirieren. Und wenn du das Magazin zum ersten Mal bestellst, erhältst du das Buch Du bist wertvoll von Daniel Müller als Geschenk dazu. Gleich hier die Bestellkarte ausfüllen und kostenlos mitnehmen. Wir wünschen dir ein gesegnetes Wochenende und bis bald. Gottes Segen. Hol dir unser Magazin nach Hause. Natürlich kostenlos. Das und noch vieles mehr findest du auf missionswerk.de. Wir freuen uns auf dich.